Okay, ja, wieder eine scheiß Nachsynchronisierung. Diktas Höhle. Einige Diktas sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Und ich merke gerade, ich habe Fraps noch offen, aber ist egal. Ich spiele einfach nebenzu weiter, wenn ich jetzt Fraps schließe. So, okay. Ich hoffe, es taucht kein Diktar auf. In dieser Höhle kann man... Ja, einen Top-Beleber haben wir gefunden. Das ist gut. In der Höhle kann man nur Diktas und Diktris fangen. Andere Pokémon gibt's meiner... Ja, meiner Ansicht nach nicht. Gut, okay. Und jetzt sind wir schon auf Route 2. Das ging aber schnell. Okay, ja, okay, ich zeige euch mal auf der Map, wo wir jetzt gerade sind. Und zwar sind wir jetzt hier. Und zwar hier. Nein, nicht da. Also, ja, also, okay, wir kommen von hier. Und der Diktar-Tunnel führt bis, ja, da wo wir gerade sind. Also, bis hierhin, genau. Gut, gehen wir mal nach unten. Hier ist ein... Nein, nicht nach... Okay, wir gehen nach oben. Und wir finden ein Carbon. Das ist die Initiative eines unserer Pokémon. Ich glaube, ich gebe es X-Bud, damit X-Bud noch eine höhere Initiative hat. Okay, gut. Schauen wir mal danach. Okay, hier ist nichts. Aber, jetzt würde ich nachschauen, was in dem Haus zu gehen ist, aber mein Charakter will anscheinend nicht. Naja, gut. Hier kann man einen Zerschneider einsetzen. Und zack, gut, dass wir unsere Knuffenzer dabei haben. Oh, und hier ist eine Trainerin. Die gibt's in der ersten Generation gibt's hier keine Trainerin. Oder keine Trainer allgemein. So, hier gibt's erst einen Weberack. Auf Level 3. Ja, ihr seht, die Level der Pokémon sprechen für sich, wie schwach die Pokémon sind. So, wenn du mit Shorts im hohen Gras läufst, bekommst du Schramm an deine Beine. Und wieder zu schnell gescrollt. Ich weiß, wenn ich beim Aufnehmen lese, dann ja, dann scrolle ich hier total schnell durch. Aber ja, wenn ich das jetzt so ablesen muss vom Bildschirm, dann dauert es ein bisschen. Okay, Bieber gegen Gyarados. Ich frage mich, wer gewinnt. Egal, sicher unser Gyarados. Wir haben auch lange nicht mehr gegen einen Bieber gekämpft. Letztens, glaube ich, in Azalea City in Johto kann das sein. Würde ich jetzt behaupten, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Okay, Bieber setzt Raserei ein. Ja, ich muss sagen, der ganze Part ist nicht nachsynchron. Ich habe den Part ja geteilt in Viertelstunden, um es zu verhindern, dass es unsynchron wird. Ab 15 Minuten ist es nicht mehr nachsynchronisiert. Dann ist alles wieder live. Also ja, dann spricht ein nichts an der Kevin zu euch. Oder doch, ich glaube, der weiß schon, dass es unsynchron ist. Naja, gut. Also dann sprecht ihr danach mit meiner Vergangenheit. Mit meinem bösen Zwilling, quasi, wenn ihr es so wollt. Gut, wir haben Regentanz eingesetzt, das erhöht die Stärke von Surfer. Und ich glaube, das wird ein One-Hit-Kill. Ja, genau, ganz wie ich es gesagt habe. Gut, hast du noch irgendwas? Irgendwelche Schlappen-Pokémon? Noch ein Bieber, okay, er ist ein Bieber-Fan. Ja, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen, denn dieses Bieber können wir, wie auch gerade eben das andere Bieber, einfach mit Surfer wieder killen. Und es wird auch wieder ein One-Hit-Kill, kann ich ganz sicher sagen. Jawohl, genau. Und den Trainer auf der Route 2 ist es, glaube ich, ne? Hätten wir geschlagen. Aua, aua, aua. Okay, und hier sind wir auch schon in Marmoria City. Mensch, das ging aber schnell. So schnell kann man in eine andere Stadt reisen. Unglaublich. So, schauen wir mal ins Pokémon-Sender. Okay, heilen wir schnell unser Pokémon. Und ich frage mich, warum ich das jetzt nicht gespeedet habe. Aber gut. Ach, und links ist mein Lieblings-Pokémon. Yay! Sprechen wir das sofort an. Das hatte damals unser Pikachu eingeschläfert. Aber uns kann es nichts tun, denn wir sind Menschen, wir sind dagegen immun, würde ich jetzt behaupten. In der TV-Serie ist es zwar anders, aber in den Spielen ist man immun gegen den Gesang von Pummeldorf. Hi, suche ein Pokémon, wenn du ein Alpollo hast. Ein Alpollo, okay. Was hast du denn? Was bietest du uns für unser Alpollo an? Ein Xatu. Wollen wir ein Xatu ins Team haben? Ich meine, wir haben unser Alpollo mühselig trainiert.
Nee, ich tausche es jetzt nicht aus. Tut mir leid. So. Ja, und die Pokémon-Arena auf der Sinnoh-Insel ist verschwunden. Das finde ich merkwürdig. Ja, ich telefoniere. Lass mich in Ruhe. Alles klärchen. Gut, schauen wir uns die Stadt an. Wie jede Stadt in Kanto. So. Nacht spielen Pipi beim Mondberg, aber nicht in jeder Nacht. Ja, da schauen wir auch noch in diesem Part vorbei, allerdings mit meinem Vergangenheits-Ich. Ich mache gerade ein Nickerchen, während das Radio läuft. Wenn das Radio läuft, ein Nickerchen machen. Ist das überhaupt möglich? Na gut, wenn man das Radio leise stellt, dann kann man schon Nickerchen machen. Naja, gut. So, was ist hier? Alt? Nein, das ist nur ein Schild. Wir kommen in Mamoru City. Haben wir ja gar nicht gelesen. Wir sind vielleicht unfreundliche Gäste in der neuen Stadt. So, Mamoru City. Eine steingraue Stadt. So ein ähnlicher Text steht auch in der ersten Generation da. So, wo geht's hier lang? Hier ist eine Nachricht. Souvenirladen am Mondberg. Jetzt geöffnet. Ah ja, hier geht's zum Mondberg. Okay. Oh, du bist den ganzen Weg von Johto bis hierher gekommen. Das weckt Erinnerungen. Als ich noch jung war, habe ich in Johto oft trainiert. Du erinnerst dich an mich, selbst als junger Mann. Hier, ich möchte, dass du dieses Item, das ich in Johto fand, behältst. Silberflügel. Das ist krass. Wisst ihr, was wir damit machen können? Na, ich verrate es noch nicht. Das werden wir schon sehen. Ich kann euch nur vorhersagen, dass ich nicht wusste, dass man dieses Item von dem alten Sack da bekommt. Naja, gut. Okay, gehen wir in den Markt und schauen nach, was hier für Leute sind. Es gab mal einen komischen alten Mann, der Carpador verkaufte. Er sagte immer, die Carpador im See des Zorns seien außergewöhnlich. So. Okay, sprechen wir mit dem oberen Typ. Hi! Mach doch Bekanntschaft mit meinem Garados. Ich habe es als Carpador aufgezogen. Kaum zu glauben, wie stark es geworden ist. Ja, Carpadore werden stark, wenn sie sich entwickeln. Nämlich, wenn sie zu Garados entwickeln. Warst du schon in der Pokémon-Arena von Mamoru City? Leiter dort verwendet Gesteins-Pokémon. Nicht so schnell, verdammt. Ich kann so nicht lesen so schnell. Okay, schauen wir mal nach, was hier ist. Nidoran, schüttle! Was? Nido. Ja, super. Interessant. Okay, was ist hier in der ersten Generation? Ja, holen wir uns erstmal die Bären ab, dann erzähle ich euch, was es hier in der ersten Generation gibt. Erstmal eine Minzbeere und das zweite ist eine Eisbeere. Gut, schauen wir mal nach. Und zwar ist hier in der ersten Generation ein das Museum. Da kann man sich einen Albertstein holen. Das gibt man dann in der... Moment. Halt, nein! Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, ja. Okay. Ja, also in der ersten Generation kriegt man hier einen Albertstein. Den kann man dann auf der Zinnobe-Insel abgeben, bei so einem Forscher. Und dann kriegt man einen Aerodactyl. So, und ich glaube, die Stadt hätten wir erforscht. Pokémon-Arena von Marmoris, die Leitung. Rocco, der felsenharte Pokémon-Trainer. Gut, dann schauen wir nach, was wir an erster Stelle setzen. Garados, ja, passt eigentlich, gut. Ja, gehen wir in die Arena. Hey, ein Champion Spee! Das ist cool, kämpfst du gegen die Arenaleiter in Kanto? Sie sind stark und ambitioniert, wie die Arenaleiter in Johto. Okay, oh, die Arena hat nur einen Trainer, armselig. Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gestein-Pokémon ein. Gestein-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du bereit dafür? Aber natürlich. Wir haben ja unser Garados, damit sollten wir Gesteins-Pokémon ohne Probleme ausschalten können. Sandama. Ja, okay, er sagt, Gesteins-Pokémon haben eine hohe Verteidigung, aber bei diesem Trainer müssen wir uns darüber keine Sorgen machen. Denn er hat einen Sandama und Sandama ist weder ein Gesteins-Pokémon noch was anderes. Es ist nämlich nur ein Boden-Pokémon. Genau, und hat keine hohe Verteidigung. Deswegen hat es den Surfer auch jetzt nicht überlebt. Sandama spielt eher auf Angriff und Initiative, glaube ich. Ich muss diese Kämpfe gewinnen.
Okay, und hier ist auch schon Rocco. Pokémon müssen wir uns, glaube ich, nicht teilen. Ich kann mich erinnern, dass ich gegen dich gekämpft habe im Gelb-Let's Play. Rocco möchte kämpfen. Und er benutzt einen Kleinstein, ein Gesteinsboden-Pokémon. Da, das Medbo. Scheiße, ich hätte es an erster Stelle tun sollen, bevor wir angefangen haben zu kämpfen, aber egal. Friss, Konfusion! Und nochmal. Und tschüss. Level 13. Onyx, wa? Das ist sein stärkstes. Ich paralysiere ihn erst einmal. Ah, Hyperheiler. Heilt alle Statuswerte. Egal welches. Okay, dann eben nochmal. Ah, wie fährst du eigentlich? Ah, wie fährst du eigentlich? Ah, wie viel hast du eigentlich? Ah, wie viel hast du eigentlich? Ja, jetzt hast du keine mehr. Gut, es ist Onyx langsamer, denn die Paralyse senkt seinen Initiativwert. Und jetzt mache ich mal Sandwirbel. 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 Damit seine Attacken nicht mehr treffen. So. Okay, mehr können wir es nicht einsetzen. Jetzt kommt Smetbo. Und tschüss. Oha, zieht es viel ab. Ich hätte gedacht, dass es sehr wenig abzieht. Okay, dann hätte ich eigentlich sofort mit Konfusion im Angreifen sollen. Naja, Hauptsache wir haben gewonnen. Okay, los geht's. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir von einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Rocco, der Arenaleiter von Maoria. Ich habe mich auf Gestein-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die stärksten physischen Attacken immun. Es wird dir schwer fallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Okay, let's go. Rocco, der erste Arenaleiter in Kanto. Wenn man es so sieht, also in der ersten Generation zumindest, war es der allererste Arenaleiter. Hier allerdings ist er unser sechstletzter. Okay, sein erstes Pokémon, Georock. Dürfte keine Probleme darstellen. Ich meine, wir haben schon gegen mehrere Georgs gekämpft und unser Gardos hat sie immer gewonnen. Warum sollte es hier anders sein? Okay, gut, ich wette, es wird ein One-Hit-Kill. Jawohl, ich hätte euch einen Euro spendiert, wenn es nicht so gewesen wäre. Okay, sein nächstes Pokémon, Amoroso, die Entwicklung von Amonitas, dem Fossil-Pokémon, was man in der ersten Generation vom Mondberg auswählen kann. Und Team Pokémon im Team Rocket. Nee, warum sage ich dem ja Team Rocket Let's Play? Ich bin so fasziniert von meinem Team Rocket Let's Play. Nein, Amoroso ist unser Team Pokémon im Rot Speed Let's Play. Und hat die Typen Wasser und Gestein. Weshalb jetzt die Gigasauger-Attacke sehr effektiv ist, sogar vierfach stark. Und daher auch ein One-Hit-Kill. Okay, sein nächstes, ein Onyx. Das ist das stärkste Pokémon von ihm in der ersten Generation. Hier allerdings, glaube ich, ist nichts. Sondern hier ist sein stärkstes Pokémon ein anderes. Welches es ist, weiß ich allerdings nicht. Okay, ja. Das müssten wir auch wieder klein kriegen. Ähnlich wie bei Georock mit Surfer und ja, Onyx hätten wir damit auch erledigt. Okay, gut. Ist ja bis jetzt gar nicht so schwer. Bis jetzt haben wir jedes Pokémon gewonnen. Hittet, Alkohol erreicht Level 48. Und es lernt Abgangsbund. Naja, Abgangsbund, ist vielleicht bei Woingenau ganz witzig, aber bei Apollo finde ich es eher useless.
deswegen nicht beibringen. So, sein nächstes, das andere Fossil-Pokémon, was man aus dem Dom-Fossil kriegt. Die Vollentwicklung von Caputo, Caputops. Und Caputo kriegt man ja aus dem Dom-Fossil. Und Ammonitas kriegt man aus dem Helix-Fossil, habe ich vergessen zu erwähnen. So, Caputops hat denselben Typ wie Amoroso, nämlich Gestein und Wasser, daher ist Gigasauger auch wieder vierfach stark. Amoroso spielt eher auf Angriff, glaube ich, während Caputops spielt eher auf Angriff, verdammt. Während Amoroso, glaube ich, auf Spezialangriff spielt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, würde ich einfach mal so raten. So, es kommt Rihorn. Ich lasse jetzt mal X-Bad draußen und greife spaßeshalber mit Stahlflügel an. Natürlich hätten wir auch Gigasauger einsetzen können, aber ja, Stahlflügel. Ich will mal schauen, ob das reicht für spätere Kämpfe. Na, es reicht nicht, okay. Dann ist Stahlflügel nicht so stark. Aber egal, dann setzen wir halt nochmal Stahlflügel ein. Er setzt ja eh nur Furienschlag ein. Eine, ja, sagen wir, schwache Attacke. Anfangs ganz nützlich, aber in der späten Phase des Spiels, wenn unsere Pokémon Level 40 oder sogar Anfang Level 50 haben, ist die Attacke eher, ja, nutzlos. Gut, jetzt setzen wir noch einmal Gigasauger ein und Rihorn ist tot. Außerdem heilt sich X-Bad wieder und hat jetzt wieder seine volle KP. Somit kann man sagen, wir haben in diesem Kampf keinen Schaden bekommen. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben eine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. 8400 Kohle, cool. Und jetzt, gut, jetzt haben wir den Fels-Orden erhalten. Danke, Gold. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Fels-Orden wird deine Pokémon noch stärker machen. Als wären sie noch nicht stark genug. Naja gut, dann lasse ich jetzt den Vergangenheits-Kevin ran. Tschüss. Und wieder war die letzte Aufnahme unsynchron, also kommt dazu, will mich echt verarschen. Naja. Hey, ein Champion Spee. Diese Pokémon-Arena stellt kein Problem für dich dar. Dein Einsatz ist wirklich beeindruckend, das meine ich ehrlich. Gut, ich würde sagen, für die letzten Minuten machen wir uns auf den Weg zum Mondberg. Denn dort gibt es auch noch was zu tun. Zunächst einmal heilen wir unsere Pokémon. Ja. Und ich hoffe jetzt inständig, dass das jetzt nicht normal unsynchron wird, ansonsten muss ich jeden zweiten Part anscheinend wieder synchronisieren und das ist sowas von nervig. Weil das ist so, als würde ich gar nichts machen im Prinzip, ne? Einfach so in die Leere sprechen, wenn es niemand hört und dann ist es unsynchron, dann kann ich sich hochladen, bla bla bla. So, das sind auch ein paar Trainer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll, wenn Camtasia alles unsynchron macht. Also, vielleicht deinstalliere ich Camtasia neu und installiere es nochmal. Also, wenn das jetzt nochmal unsynchron wird, dieser Part, oder wenn irgendwas nochmals unsynchron wird, dann deinstalliere ich das Ganze neu. Und installiere es dann neu, komplett. Okay, zurück zum Spiel. Ja, Ibitag, ihr seht, die Pokémon-Level, die sind immer noch, ja. Wenn ein zweites hat, dann bin ich zufrieden. Okay, hat kein zweites, das war immer noch zu hoch für mich, scheiße. Ich wusste es, ja, ich wusste auch, dass du schwache Pokémon einsetzen wirst, also wirklich. Gut, hier ist ein weiterer Trainer. Ich bin schnell wie der Wind. Plus du hast auch ein paar Vogel-Pokémon. Okay, Edmund, was hast du denn? Ein Radikal. Level 33. Ja, im Vergleich zu den anderen Pokémon in Kanto schon ein gutes Level. Aber kein Gegner für unser Garados mit Level 48. Und Wonnet. Und was kommt jetzt? Ein Arbok. Ach, wie schön. Was mache ich denn gegen Arbok? Ganz einfach. Die gleiche Taktik wie vorhin. Immer noch Surfer. Was soll ich denn da großartiges taktieren, wenn mein Gyarados 15 Level mehr hat? Okay.
Gut, Edmund hätte mich auch geschlagen. Und er wurde hinfort geweht. Super. Gut, hier geht's nicht weiter, oder hier sind doch keine Trainer. Aber was ist hier eigentlich? Naja, hier ist auch noch ein Trainer. Hier kann man, glaube ich, Pummel durchfangen. Oder? Kann das sein? Moment, ich schau mal schnell. Radikal. Radfratz. Noch ein Radfratz. Subatz. Ein Radikal. Na, doch keine Pummelluft. Vielleicht liegt es auch daran, dass es Nacht ist. Egal. Ah, das wird jetzt so schön wie immer. Let's get ready to rumble. Ein Feuerspucker. Der hat wahrscheinlich nur Feuer-Pokémon, die wir leicht killen können. Und wenn ich einen Smogon sehe, dann werde ich das nicht kommentieren, was dann passiert. Dann werde ich das einfach nur speeden und aus. Gut, aber Magma ist ganz cool. Mit Magma bin ich zufrieden. Und Moment, ich übersteuere gerade, ich muss ein bisschen weg von meinem Mikrofon gehen. So, jetzt. Okay, Magma ist down. Was kommt als nächstes? Ich hoffe, der hat jetzt nicht drei Magmas, weil ansonsten... Ah, Magma schon wieder. Okay, das können wir auch leicht killen mit Surfer. Und tschüss. Okay, ich hoffe, es gibt ein Level-Up für Gyarados. Ah, nicht ganz. Das ist immer noch ein bisschen weit entfernt, aber gut. Die Sonne scheint, dennoch bin ich nass. Ja, ich habe dich auch mit Surfer gekillt. Außerdem scheint die Sonne nicht, es ist Nacht. Fail. Gut, und hier wären wir auch schon beim Mondberg dran. Das ist das Mondbergplatz. Geh einfach die Treppe hoch. Okay. Bist du ein Trainer? Ja. Komm schnell her und schau. Okay. Was hast du denn für Löschen? Tony. Da gibt es doch so ein GTA-Spiel, Gay Tony oder so, ne? Man weiß nicht, ich hab's noch nie gespielt. Ich kenn's halt nur. Und Wonnekill! Ah, Smogon sich, oh man. Und Schneckmark! Hey, ein bisschen Abwechslung! Yippie! Warum hat man Schneckmark nicht den Feuerspuckern in Johto gegeben? Warum erst den Kanto? Naja, egal. Also wenn ich ein Pokémon-Spiel machen würde, es wäre ein super Pokémon-Spiel. Richtiger Schwierigkeitsgrad und abwechslungsreiche Pokémon. So, Tony ist down. Oh, das ist heiß. Nein, das ist nass. Ich habe dich nass gemacht. So, und in der ersten Generation gibt es hier ein Pokémon-Center. Hier allerdings nicht. Schade eigentlich. Okay, betreten wir den Mondberg. Oh Gott. Ist schon lange her, Gold. Seit ich gegen dich verlor, mache ich mir Gedanken, dass mein Pokémon noch fehlt. Nun haben wir eine Antwort gefunden. Gold, wir beweisen es dir. Oh Mann, wir kämpfen. Nein! Und das im Mondberg, oh oh. Okay, Silver. Los geht's, was hast du? Schauen wir uns deine Level an. Ja, Level 40. Na gut, aber immerhin besser als die anderen Trainer in Kanto. Aber er stammt ja auch aus Johto. Daher sind auch seine Pokémon stärker. Okay, Sneebel. Ja, mich wundert, dass es kein One-Hit-Kill wird. Weil, ja, sonst haben wir ja jedes Pokémon gewonnen. Okay, und das wird jetzt der Kill. Na, war ein Two-Hit-Kill, kann man sagen. Und ich glaube, es gibt auch ein Level-Up für Gyarados. Jawohl, Level 49 und ich hoffe, du lernst jetzt Hyperstrahl. Immer noch nicht. Mensch, Gyarados, lern Hyperstrahl, Bitch. Habe ich jetzt Bitch zu meinem Gyarados gesagt? Bist du eine Bitch? Moment, ich muss schauen. Ist mein Gyarados eine Bitch? Ja. Okay. Gut, Magneton. Oh Mann, er hat seine Pokémon auch nicht richtig trainiert. Unsere haben schon fast Level 50. Oh Mann, wir sind viel zu stark. Okay, Erdbeben. So, Boden gegen Stahl und Elektro vierfach stark. Und tschüss, Magneton. Dein nächstes Pokémon ist ein Apollo, glaube ich. Oder nee, Gengar. Er hat es bestimmt entwickelt. Oh, jetzt kommt ein Starter. Okay, dann lassen wir mal Starter gegen Starter antreten.
Impagato gegen Tonopto. Unseres kann allerdings Donnerschlag. Okay. Er setzt nur Aquakanal ein. Das ist gut. Denn Aquakanal ist nicht so besonders stark. Ich hätte jetzt erwartet, dass er zu Surfer greift. Naja, aber egal. Jetzt haben wir ihn auch geschlagen nochmal. Sein Impagator. Und Alpollo bekommt Level 49. Weil es den EP-Teil trägt. Gut, Golbat. Was setzt sich gegen Golbat ein? Unser Nachtara. Weil es ja Nacht ist, passt zu schön. Und wir in den Mondberg sind. Okay, Nachtara. Dann greif mal an mit, ja, mit Psychokinese, die sehr effektiv ist. Psycho gegen Gift. Aber ich glaube kaum, das ist ein... Nein, wird es nicht. Denn Nachtara hat nicht so einen hohen Spezialangriff. Obwohl wir ihn erhöht haben vor zwei oder im letzten Part. Okay, das war's für Golbat. Sein nächstes Pokémon? Ein Simsela. Ja, dann lassen wir Nachtara noch mal draußen. Simsela kann uns nur mit Seer angreifen. Und sonst kann es uns eigentlich nicht so heftig treffen. Das heißt, unser Nachtara kann sich jetzt frei austoben. Und zwar mit Hyperstrahl. Und One-Hit Kill mit Volltreffer. Sehr schön, Nachtara. Voll auf seine Stirn. Okay, was kommt jetzt? Ja, er hat seinen Alpollo entwickelt. Und zwar zu Gengar. Okay, dann setzen wir unser Alpollo gegen das Gengar ein. Normalerweise sollte Gengar stärker sein. Aber unser Alpollo hat das höhere Level. So, schauen wir mal, was... Schauen wir mal, wer besser ist. Sein entwickeltes Pokémon oder unser stärkeres Alpollo. Schauen wir mal nach. Ja, Level vor Entwicklung kann man sagen, ne? Das Gengar wurde gerade von einem Alpollo gekillt. Sogar gewonnen-hittet also. Ich glaubte immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien. Aber ich habe versagt. Oh, 4000 Geld. Huhu. Du hast mich fair besiegt. Das muss ich dir lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Gold. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Dann besiege ich dich. Eines Tages, vielleicht. Magische Miesmuschel. Nee, so. Hier ist eine Leiter und hier geht's raus. Zu einem Geheimgang, sag ich mal. So, ich glaube montags tauchen hier Pipis auf, die irgendwie tanzen oder so. Bin mir allerdings nicht sicher, zumindest war es in Souls oder so, ob es in der Kristallisation ist, weiß ich nicht so genau. Aber hier ist ein Haus. Und hier ein Schild, schauen wir mal das Schild an. Mondbergplatz, Schutterbladen verboten. Oh. Hier ist ja gar keiner drin, sowas. Leeres stehendes Haus. Na gut, hier geht's auch weiter. Zack, zack. Ja, und hier geht's schon raus. Und hier ist immer, geht's schon nach Azuria City. Das ist super. Ja, kämpfen mal gegen die Trainerin. Ich spürte, dass ich gewinnen kann. Mal sehen, ob das stimmt. Nee, du wirst verlieren. Jede Wette. Wir haben gerade gegen Silver gekämpft, unser Moralan, der hat Level 40er. Da wirst du mit deinem einzigen 30er-Pokémon nicht viel reißen können. Ne? Ja, ganz wie ich es gesagt habe. Sie hat zwar ein Elektro-Pokémon, aber wir mit unserem Flug-Wasser-Pokémon können es ganz leicht killen. Meist One-Hit-Kill wird. Und ihr wart, sie ist viel zu schwach. So, keine große Gegnerin für uns. Ah, du bist zu stark. Ja, das stimmt. Wir haben auch gerade gegen Silver gekämpft, ganz wie ich es dir gesagt habe. Aber nein, du wolltest es ja nicht hören. So, hier ist noch ein Trainer. Machen wir ihn schnell Platz. Ich trainiere Pokémon. Trittst du gegen mich an? Nö. Gut,
gut, sie hat zwei Pokémon, zwei Vogel-Pokémon. Taubsi! Auch lange nicht mehr gesehen. Ach, soll es nicht... Was? Ist das dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst, Leute. Schaut euch mal das Level an. Was soll der Mist? Na komm, bereiten wir es vor. Bereiten wir was vor für sein nächstes Pokémon. Ein Regentanz. Weil ich glaube, sein nächstes Pokémon ist das wirklich starke Pokémon in seinem Team. Das Taubsi ist einfach nur ein Witz. Wir sind Liga-Champion und es taucht ein Taubsi Level 12 auf. Genau. Dieses Taubsi hätten wir schon vor 55 Parts killen können. Mann, das erreichen wir bald einen neuen Rekord. So, was kommt als nächstes? Wenn es noch mit einem 12er kommt, raste ich aus. Oh, Taubos. Ja gut, Taubos ist schon ein größer Gegner, aber was soll das Level 12er Taubos? Ich verstehe es nicht. Surfer. Ich verstehe es nicht. Wollten die Entwickler sich einen kleinen Spaß erlauben oder was? Also für mich ist das kein Spaß mehr. Langsam kriege ich Angst. Was soll der Mist? So schwei Pokémon. Uff, ich habe verloren. Gut, hier ist noch eine Trainerin. Wahrscheinlich die letzte auf dieser Route und hier ist ein Item. Sollten wir uns auch noch holen? Ich. Lass uns kämpfen. Du kannst später ausreden. Astrid Lindgren. Oh, wir Senior. Ein wie Senior? Wir kämpfen jetzt gegen schon Senioren. Seht ihr das? Jetzt kämpfen wir schon gegen Senioren. Ich glaub's nicht. Ich will nicht gegen Senioren kämpfen. Gegen ein wie Senior. Wie macht es der Senior? Ein wie Senior. Oder einfach Wiesen-Ior. Oder wie ein Senior macht er das. Genau. Warum setze ich zweimal Regentanz ein? Egal, so ein cooler Sprite. Kann man häufig kann man gerne häufig einsetzen. So. Okay, Surfer. Und danach gehen wir zurück nach Mamoria City. Nachdem wir das Item noch abgeholt haben. Und nachdem wir die Trainer natürlich besiegt haben. Klar, müssen wir noch zunächst fertig machen. Langweilig. 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 Was kann als nächstes? Galoppa. Das wird ja noch schneller gehen als gedacht. Okay, wie viel wird es jetzt abziehen? Also Gardas zieht ja mit Surfer 90 Grundschaden ab. Plus Regentanz, plus Zauberwasser, plus Step, plus doppelte Stärke ist gleich RIP für Galoppa. Ganz einfach, so geht man Pferde mit Wasser. Also wenn ihr mal Pferde vertreiben wollt, schmeißt Wasser auf sie, das hassen sie wie die Pest. Hat man gerade gesehen. So, okay, die Trainer hätten wir besiegt und holen wir jetzt. Oh Gott, jetzt stoppt dich schon wieder, das ist unglaublich. Jetzt holen wir uns das KP Plus ab und geben es gleich einen unser Pokémon. Und ich hoffe, ich muss diesen Teil des Parts auch nicht nachsynchronisieren, weil ich sonst ziemlich angepisst werde. Oder bin. So, Gesundheit von X-Part steigt. Gut. Ja, und hier geht's nach Azura City. Wollen wir jetzt aber noch nicht, denn gehen wir noch durch den Mondberg wieder zurück. Vielleicht begegnen wir ja einem Pipi, mal schauen. Und ist es ein Pipi? Nein, ein Kleinstein. Okay, Kleinstein, tschüss. Ich will ein Pipi sehen. Pipi? Nein, super, langweilig. Pipi! Oh, scheiß auf Pipi. Also falls ihr ein Pipi wollt, im Mondberg gibt es welche, die kann man mit Eier zu Peas bekommen. Also wenn ihr das Part des Pipi bekommt, ihr einen Pokémon namens Pi. Ja, ebenso wie bei Pummeluff, da kriegt ihr einen Fluffeluff. Gut, dann gehe ich schnell ins Pokémon Center, um Gardas zu heilen. Okay. Gut, dann gehen wir im nächsten Part hier nach unten. Und schauen nach, was sich dort befindet. Also, bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!